Der große Wand. Alles schon. Die große Wand. Die große Wand, die davor steht, steht für die Vorwände. In den meisten Fällen gibt es einen Grund, nicht zu kaufen, der gut klingt, und einen, der wahr ist. Und standardmäßig sagen sowohl wir wie auch unsere Kunden immer den Grund, der gut klingt. Das heißt, wenn wir kein Geld auf der Naht haben, dann sagen wir nicht, lieber Möbelverkäufer, ich habe keine Kohle, ich habe mich hier in der Haustür geirrt, sondern wir fadeln irgendwas von Schlafen, Messen, Frau fragen und so weiter und so fort. Also diese große Wand, die davor steht, ist der Vorwand, und es gilt zu klären, was ist denn hier genau? Ist das ein Vorwand, ist das ein Einwand? Das sind Fragen wie zum Beispiel, gibt es außer der Tatsache, dass Sie unbedingt nochmal drüber schlafen wollen, noch irgendwas, was Sie zögern lässt? Die nächste